Meins. So, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Day to Die. Richtig? In der 18.3. Ich bin der Zauberer, da ist der Kura. Simulator. Genau, schwarze Finger inklusive. Ich hab dich unterbrochen, es tut mir furchtbar leid. Nee, ist kein Problem, kein Problem. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Kohlemine zugange und der Kura wollte was sagen. Asche auf mein Haupt. Ja, da sind wir in der richtigen Adresse hier. Oder Kohlestaub. Es läuft aber auch heute. Alter, da ist noch ein kleiner Fritzel. Ich seh's. Jetzt. Oh. So, was haben wir denn? Eine Kiste? Nee. Oh, da ist Besuch. Oh, nimm einen Bogen zum Schießen. Du bist kein Indianer. Ich mach das trotzdem. Oh mein Gott, hier schneit es. Warum tut's denn das? Zerstör der Generator. Warme Schuhe. Super, läuft doch. Hier ist nochmal Kohle. Was ist hier oben? Na, ich bleib mal lieber unten. So. Bloß nicht ablenken lassen. Bloß nicht. Ich merk das schon. Wo bist du denn? Ja, ach da, oh mein Gott, wo kommen die denn her? Oh, warum läufst du denn? Warum läufst du? Oh Gott sei Dank habe ich dich nicht getroffen. Du stirbst eh. Alter, gesagt. Oh! Leg dich neben dem Zoo an. Ups. Wo kamen die denn her? Ach, von oben. Aua. Wieso? Wo kommen die denn her? Von oben? Sag mal, ist das alles Kohle hier oder was? Ja. Das ist ja eine feine Sache. Tja, denn, ne? Ich habe ja gesagt, ich war über einen Tag da drin, bis ich sie abgebaut hatte. Alter, das ist so viel, das ist Wahnsinn. Das ist cool. Cool. Und ich habe nur das Offensichtliche abgebaut. Ich bin nicht der Ader gefolgt. Ich habe keine Ahnung, wie viel da noch mehr sein könnte. Na, oh, ist ja der Hammer. Na. Und das gibt Punkte ohne Ende. Ich muss vielleicht mal was trinken, einen Augenblick. Kleine Schlückchen, ne? So nebenbei. So, noch mal ein bisschen mehr. Und Bandage und Essen. Ach, Essen auch noch, da war da was. Genau. Hau dir mal so ein Schnitzelchen rein. Alter, überleg mal, wie wir Munition wieder daraus machen können. Wenn wir das Potassium dazu finden. Oh, das liegt hier überall rum. Oh, er hat den Munitionshaufen nicht gesehen. Hat er nicht? Nee, hat er nicht. Wieso hat er das nicht? Verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung. Na, ich hatte bestimmt ein bisschen Dreck im Auge. Das liegt daran. Kann sein. Sieht das aus wie ein normaler Stein. Ist das noch Kohle? Nö. Ah doch, das da oben war Kohle. Da oben ein bisschen mehr hier. Das ist auch noch Kohle. Okay. Ich hack zwar aufs Schwarze, aber es ist nur Stein. Ah, hier ist. Ah, das ist alles
Stein. Keine Kohle mehr. Gut. Dann gehen wir ein Räumchen weiter, ne? Halt. Wir wollen ja nicht alles verschwenden. Um Gottes. Ach, du hinterst ja noch mehr. Also wie gesagt, es wird eine coole Folge, ne? Eine coole oder eine Kohle? Ja, beides. Achso. Aber wenn man das schon mal gefunden hat, dann muss man das auch nutzen. Ja. So, was habe ich jetzt gerade an Kohle? 4700. Das schafft. Und ich habe ja auch noch einen kläglichen Rest mit dabei. Naja, 2300 knapp. Schon nicht schlecht. Wann ist da noch Kohle? Nö, dafür, dass nicht geskillt. Nee. Dafür, dass nicht geskillt? Super. Raske fühlt sich heimisch. Er kommt aus dem Ruhrpott. Ja, ich weiß. Wir haben festgestellt, der wohnt gar nicht so weit weg von da, wo ich arbeite. Ach, cool. Nee, das war's. Oh, nee. Okay. Da noch? Da noch. Okay. Na gut, das war's. Ja. Okay. So, nächster Raum. Och du Himmel. Ja, so eine Ressourcen darf man einfach nicht liegen lassen. Das nützt einfach nichts. Ja, da hast du keine Chance, ne? Und wenn wir jetzt noch eine funktionierende Chemiestation finden, wo noch der Messbecher dabei ist, so als Service. Ja, oder nur eine Chemiestation, würde ja auch reichen. Also ich meine, man kann ja ruhig zum Händler gehen, für 2 Tage Holz reinpacken, das Zeug reinpacken und gib ihm Kameraden. Ja, das stimmt. Das kann man locker. Ist ja nicht so, dass einem einer was mopsen könnte. Nee, das stimmt. Schon Schmiede in deine Finger. Echt? Ja. Ja, ich habe auch noch kein Griffstück. Okay. Abgebaut. Ja, ich bin auch gleich fertig. Suppi, fertig. Hier schneit's. Hopp, warte. Nee, nicht. Hier ist ein Loch im Boden. Warum das? Weil hier, zum Runterfallen. Hier ist Kohle drin. Ach so. Hier ist Cobblestone. Ja, hier ist noch Kohle. Ja, ja auch, glaube ich. Alter, hier ist ja überall. Ich glaube, wir können die ganze Mine nochmal umgraben. Nee, das ist alles Eisen. Hier ist Kohle. Ja, da ist Kohle. Ach, herrlich. Und nebenan noch die Eisengeschichte, da können wir auch noch massenhaft Eisen rausholen. Nee, nur ganz wenig. Tatsächlich? Also im Vergleich zu hier ganz wenig. Aber es war bei mir bisher fast immer so, dass wenn ich das Eisending gefunden habe, das direkt gegenüber das Kohleding war. Okay, aber denn, wenn da Eisen ist, ist da doch bestimmt auch Werkzeug und sowas, ne? Ja, nö. Nicht? Nee, das nur ein... Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist da ein dicker Eisenklumpen. So auf der Werkbank. Okay. Alles Stein, ne? Ne, hier ist noch Kohle. Hier ist ein bisschen. Dezent. So. Hier ist auch noch Kohle. Jetzt willst du es aber auch wissen. Ja. Ja, wir können ja noch. Hier ist überall Kohle. Lass uns weiter. Wir wollen natürlich den Rest von der Hütte hier sehen. Da ist da Steine. Hier auch noch? Ich glaub's ja nicht. Alter, nee. Ich geh weiter.
Da ist Besucher. Mhm. Drunter geplopst. Aua! Gummiarme! Oh! Aua! Wie kann der denn da durch den Apparello durchschlagen? Frag mich nicht. Warum auf mich? Oh Gott. Einarmiger Bandit. Ich sag dir das. So. Was denn hier? Kohle, was sonst? Kohle, was sonst? Oh. Ich hab wieder eine Wand. Aua, und ein Pfeil. Ich bin hin. Wie? Mach das. Oh, Gott sei Dank. Oh, der war schon tot. Ja gut, dann doppelt hält besser, weiß er, ne? Wurde beim Flüchten ganz heldenhaft vom Pfeil getroffen. Heldenhaft? Wer den wohl geschossen hat? Weiß ich nicht. Wer hat wohl den Pfeil geschossen, der mich getroffen hat? Ich nicht. Hm. Ah, verstärkte Truhe. Hast du deine Dietrich hier mit? Ja. Na, dann mal los. Oh, da ist noch eine kleine Kiste. Drei kleine Kisten. Warum ist hier eigentlich... Warum ist das hier in Dreck drin? Na, die wollten hier Munition verstecken. Drei Kisten? Ja. Ist da noch eine mehr drin? Buddel mal dahin. Aua! Was hab ich gemacht? Auf mich draufgehackt! Das kann nicht sein. Buddel da hinten in der Ecke. Ganz hinten in der Ecke. Ja, ich bin dabei. Nein, ganz hinten. Brauchst nur einen. Echt? Ach da. Upala. Komm an meine Brust, Papi. Aha. Er findet den geilen Shit hier, weißt du? Hier, ich lasse ihn 9mm drin. Oh, du bist ein großer Held. Also die Munition. Oh, super, danke. Ich hab mir mal die AK gesnackt. Die AK, die habe ich auch noch. Ja. Aber? Steht bei dir auch eine 4 dran? Ich meine, nee, weiß ich nicht, 3 vielleicht. Ja, 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 ist ja gut. Mag AK. Okay, pass mal auf, Ich passe. Was ist hier noch zu sehen? Ist hier oben noch mehr? Was, wo kommen wir da oben hin? Nach draußen in die Hütte, wo du eben rein wolltest. Na, wie toll. Aber da müssen wir raus, weil hier gibt's keinen Ausgang. Aha. Die Tür ist dicht. Nee, hier, kleine 1000er Wand. Ist doch nicht mal 1000. Gut, lass mal raus flitzen und dann mal nach nebenan, wa? Ich bin 11 überladen. Du auch? 4. Oh, läuft. Ja, ich finde auch. Eisenbeinschiene. Tragen oder nicht tragen? Tragen. Gotische Stiefel. Gothic, nicht gotisch. Steht da nicht gotisch? Gotische Stiefel steht hier. Ah, okay. Dann ist es wörtlich übersetzt. Wo ist ein Eisenmacker? Aber an der Seite. Ja, mit dem Haufen Kohle. Ne? Einer Schmiede. Ach da. Ja, also der, ne? Der darf hier ja nicht liegen bleiben. Aua! Aua! Vielleicht sollten wir das Feuer vorher wegmachen. Habe ich gemerkt. Aber ich habe auf jeden Fall nicht gefroren. Ganz schön heißes Kerlchen, weißt du das? Ich sag dir doch. Der sich mal eben so ins Feuer stellt. So ganz mutig. Kennt er nix.
Apropos Level Up. Oh, habe ich zwischendurch auch gemacht. Habe ich nicht mitbekriegt. War wahrscheinlich im Panikmodus. Ist gleich kaputt. Was, die Kohle oder deine Axt? Meine Axt. Oder meine Spitzhacke. Meine ich ja. So war es Feuer und Flamme, ganz genau. Oh, jetzt ist sie kaputt? Tatsächlich. Ah, ich hab gleich die 3K. Was habe ich zusammen? 6612. Oh, zweites Deck, der feine Herr. Und Steine hast du mit Sicherheit auch ziemlich viele. Steine, 5700. Ja. Brauchst du ja immer schön mit ab, ne? Ja, genau. Die fallen ja so nebenbei so mit, ne? Ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt hast du auch einen Sand mit. Ja, das war ein Extra. Ist mir... ich kann nicht sagen, wie oft passiert. Ich habe 126 Sand. Wahrscheinlich ein paar Mal öfter. Ich weiß nicht, wie viel Sand ich habe. 38. Da bin ich doch noch zielsicherer, zielsicherer. Ja, aber ist ja nicht so, dass wir keinen Sand brauchen. Nee. Ist ja auch nicht so, dass wir keine Steine im Keller haben, ne? Nein. Nee. Seit wann hat der Erduntergrund Steine in sich? Genau. Ja, was komplett Neues. Richtig. Alter Freund, was eine Kohle. Ja. Wir haben ja richtig verdient heute, wa? Ja, wenn wir jetzt einen Dummen finden, der uns noch Geld dafür gibt. So, was denn hier denn? Wo ist ihn verschlossen? Das ist eine Tür. Ich mach mal auf, ne? Klopf mal an. So, pass mal auf, hier wecken ja ein Kasso. Und warum holst du aus bis Alaska? Tja. Weil ich kann. Ach so. Kann man ja nicht so hier rumliegen lassen, das Eisen. Ach Mist. Warte mal, immer die doch. Ah, da geht's nach oben. Oh, was ist da denn? Munition. Temperated Blade. Aha. Hast du die Schlüssel mitgenommen, damit wir die verbrennen können? Nö, hab ich nicht. Gut. Hoppala. Was war das? Ja, das war vielleicht ein bisschen. Ich war vielleicht ein bisschen schwer. Hoppala. Fällt so in sich zusammen das Ganze? Ach, du Scheiße. An den konnte ich mich nicht erinnern. Aber smart gelöst. Ja, zum Glück hat der Bescheid gesagt. Hast du schon Lederfett oder ähnliches? Lederfett? Ja. Gut, dann schnitzel du. Nicht mich! Wieso so eine Angst? Naja, es ist mir vielleicht schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich irgendwelche metallischen Gegenstände von dir in meinem Körper hatte. Hallo? Nicht doch. Jemand da? Er klickt natürlich gleich an die Kasse ran, ne? Was sonst? Bisschen Wechselgeld hat er ja nur. Ach so. Was haben wir hier denn? Drogen. Oh ja. Da geht natürlich direkt an die Drogen dran, ne? Klar, natürlich.
Was ist mit dem Eisen hier? Soll ich was mitnehmen oder nicht? Ja, hallo? Also welches Eisen meinst du? Ach so, das. Das ist so. Irgendwo liegt hier drin auch noch so ein kompletter Eisenklumpen rum. Kann sein, dass das da oben ist. Ui, was ist denn das denn für eine Kiste? Das ist dieser 0815, eine Donnerbüchse. So. Das ging. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Hüpf. Hüpf. Ach ja. Hüpf. Bin da oben. Ja, der mal wunderbar. Komm näher. Ja, ist ein Rucksack, mehr nicht. Bist du nicht mehr? Oh. Nö. Aber da hinten war noch eine Leiter. Ihr lacht doch immer so. Hast du hier den normalen Ressourcen-Eisenknüppel schon abgebaut? Ihr lacht irgendwo so ein Klumpen rum. Oh, hallo Cowboy. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ja, danke. Der hat mich geboxt. Na, ist ein sportlicher. Na? Oh. Ist hier nur Wasser drin oder was? Kann man das einer Messer. Da findest du Munitionsloot und da ist ein einer Messer drin. Oh, ich bin runtergeklumpst. Wer stellt hier einen Koffer rein? Also ehrlich. Wo bist denn du? Auf dem Dach. Okay. Ich bin jetzt unten. Okay. Da vorne ist noch eine Tür, wo es runterplumpst. Ah, großartig. Hier ist noch ein Rocky. Glas mit Wasser, okay. Werkbank. Kaputt. Waren wir da schon drin? Ja, von da kamen wir, ne? Nee, ich glaube, da waren wir nicht drin, oder? Hier? Da bin ich nämlich runtergefallen. Oh, hier ist ein Klumpen, hast recht. Ich hab ja gesagt, irgendwo ist er da. Ich kann jetzt hier von hier unten nicht so gut eingreifen. Nee, ich versuche, dann mach das von hier. Siehst du? Ich sehe. Jetzt sehe ich nicht mehr. Da ist noch ein mehr. Warte mal, ich muss mal hier so ein bisschen. Achtung. Ich sehe Blut. Ja. Yep. Ich sah nur einmal Blut und habe ganz viele Schüsse gehört. Ne, das müsste durch sein hier. Ja, hier ist das. Hier ist ein Klümpchen. Ja, magst du da mal drauf pickeln? Ja, mache ich. Ja, dann pickel ich mal drauf. 600. Naja. Okay, na gut. Ja, besser als nix, ne? Yep. Okay, da ist noch eine Leiter. Da geht's nach oben, das ist doch schön. Nehmen wir doch mit. Bauplan Sichtbereich 8x Mod. Oh. Da würde ich mal sagen, ist gar nicht mal schlecht. Nimm mit. Bauplan. Scope. Genau. Zweimal bauen. Zweimal AK. Oh, stimmt. Ich habe hier einmal Schnee, das kann raus. Und hier ist einmal Farbe, kann auch raus. Jetzt müssen wir da natürlich nochmal reingucken. Ich fürchte, wir müssen nach Hause. Oh, warte mal hier. Ein so ein Klümpchen ist hier runtergefallen zu mir. Was ist denn das? Stahlrüstungsteile, Glas raus. Das nehmen wir mit. Ja, Entschuldigung. So. Nee, das hast du nicht auf mich geworfen. Nee, das, ist hier sonst noch irgendwas drin? Ich hoffe nicht. So, warte mal. Ja, oh, 7:30. Ja, ich weiß.
So. Und wir sind furchtbar schnell. Ja, ich merke das schon. Also, wo ist denn zu Hause? Jans da hinten um die Ecke rum. Dauert einen Moment, bis wir da sind. Ich fürchte auch. Gehen wir rechts oder links dran vorbei an dem Militärdings? Dieses Dings, ja? Nee, ich will nicht Raketenbasis sagen, weil sonst kommt wieder einer mit Atomraketen um die Ecke. Da ist auch der Reaktor da drin. Ja. Das Atomkraftwerk. Und die beiden Raketensilos sind da drin. Habe ich nicht irgendwie ein bisschen Drogen oder so, was ein bisschen schneller macht? Genau, lass mich alleine hier. Bauplan Schalldämpfer-Mod. Ey, das macht dich nicht schneller. Nicht? Nee, vielleicht leiser. Ja. Turmsymbol, genau. Da ist die, in die Richtung sollen wir auch. Warte mal, irgendwo da ist nämlich unser Zuhause. Ja, wir müssen auf die dicke Straße. Das passt. Kann gar nicht so schnell gucken. Ist das schon Lichtgeschwindigkeit oder ist das kurz davor? Ja, kurz davor. Okay. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Meinst du nicht, dass wir hier plötzlich unvorbereitet in den Hyperraum eintreten und mit einem Planeten kollidieren? Ja, das ist auch diese, ne, diese Reibung-Geschichte. Oh ja. Und das ist ja dann auch, ne, wie heißt das so schön, radioaktiv, ne? Nicht, dass wir hier uns verstrahlen. Keine Ahnung. Also so ein ganz kleines bisschen verstrahlt bin ich schon. Nee, ich habe noch keins gehabt. Ey, nicht das verstrahlt. Ach so. Das andere verstrahlt. So, die Richtung müssen wir. Da hinten ist Sweet Home. Perry Roden, Nullzeitversetzung. Oh, Perry Roden, wer kennt das denn noch? Ecke. Oi. Ja, klar. Wie ist der noch? War das nicht ein Kopie? Der Hase? Oder hier dieser halbe Hase? Ich glaube, hieß der Kopie oder hieß die Rasse Kopie? Ja, weiß ich jetzt nicht. Unser Haus müsste da stehen, aber wir sehen es nicht. Warum sehen wir das nicht? Ach, jetzt ploppt das auf langsam. Ah, nein, warte mal, doch. Nee, doch, Perry Roden. Doch, klar, Perry Roden. Das war der Zeitreisende im Weltall. Genau, Cookie. Der Mausbiber. Genau. So. Boah, ist das lange her. Ja. Ich habe irgendwo noch einen ganzen Karton mit den Teilen. Und John Sinclairs müssten auch dabei sein. Oh, die sind geil. Die mache ich gerne. Ja. Ich habe mal irgendwann versucht, mal rauszufinden, ob es irgendwann mal eine neue Edition gibt, dass man mal wirklich hier so von Teil 1 bis Ende. Oh. Aber die fangen einfach nicht neu an, die Arschlöcher. Okay. Du kannst allerdings alle nachbestellen, plus die ersten 100. Ach du Scheiße, wir haben ein Problem. Die Ellie im Nachthemd da hinten. Du hast auch hier das... Genau. Nein? War das ein Schrei oder war das mehr so ein Hilferuf? Das war mehr so ein Röcheln, würde ich sagen. Cool. So, rein in die warme Hütte. Und wir haben immer noch nicht geguckt nach... Bist du mit? Ja, ne? Ja. Ja, dauert einen Moment. Ich meine, irgendwo haben wir eine funktionierende Chemiestation gesehen. Meine ich. Ja, kann ja nur beim Händler sein.
quasi. So, pass mal auf Waffensachen. Was ist denn mit. Was lernt man da? Das ist das. Das ist. Geschützt um Liebe, bessere Verhandeln, Wagemut, aber teurer. Was ist das denn? Was haben wir denn noch Feines? Wo ist denn das hier mit, dass man Waffen verbessern kann und so Scheiß? Kram. Die Mods. Das ist. Das ist, in der Werkbank müsste das sein. Ach so. Dann lese ich die mal. Hey, mit Lampen können. Naja, egal. So. Was habe ich hier denn noch? Tragen? Oh, nee. Tragen. So. Alter Freund. Schwere Knochen. Schwere Knochen. Jetzt haben wir 1, 2, 3 Geschütztürme. 4. 4 sogar. 4 Geschütztürme. Oh. Ich würde sagen, läuft. Läuft. 2 Donnerbüchsen. Du hast ein richtiges Messer, hast du, ne? Ja. Ja, verbrenne ich das. Munition habe ich hier unten rein. Da noch mal ein bisschen. So. Da sind. Alter, ist hier ein Durcheinander. Hier ist noch einer. Da sind. Ach Gott, wir müssen echt mal sortieren hier. Ja. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Geschütztürme. Juhu. Das ist doch herrlich. Weil ich hau das jetzt hier rein. Egal. So. Wenn das Kohle. Dann mit unserem Plan auch mal so richtig gescheit funktionieren würde. Die Kohle, die hau ich hier mit rein, ne? In die ganz rechte. Ja, ich habe die erstmal in die Mitte gepackt. Okay. Gut. Einfach, ne, um Bewegungsfreiheit zu kriegen. Ach so. Warte mal, wo waren die Klamotten? Das ist egal. Alter, wir müssen unbedingt sehen, dass wir hier mal aufgeräumt kriegen. Alter, Freund, furchtbar. Wir hatten doch. Irgendwo habe ich sogar eine einzelne Chrysantheme gesehen. Eine einzelne. Oh ne, hier sind 7. Wenn du die Farbe machen kannst, dann nimm dir das Zeug doch mal mit, falls wir eine Werkbank finden, dass man mal eben so ein Ding machen kann. Ein Was war Ding? Das? Chrysantheme, Öl und? Was war das für ein Ding? Die Farbe. Ach, Farbe, ja genau. Farbe. Chrysantheme und Öl. Eine Chrysantheme und Öl. So. Was ist das hier? Hier findest du kein Öl. Da ist Blei drin. Blei habe ich gar nicht. Ich aber. Ich habe ein bisschen Eisen. Das ist gut. So. Rinn. Messing. Soll ich hier, wo willst du Messing mit rein haben? Hier ist das alles drin, in der linken. Alles klar, das war mit da rein. So, da soll. Das ist aber ein fixer Tausch hier. Läuft. So, das ist. Sand. Was haben wir hier noch? Wir sollten da langsam auch die. Verband. Die Munitionsforge auch langsam mit Clay bestücken, glaube ich. Hey, das muss ja dann laufen. Ja, also wenn denn schon, denn schon. Also so, ja, ne? Wo ist die Kohle drin, ne? Habe ich in die mittlere Kiste gepackt, meine. Nein, ich meine die Gatter. Ich meine diese Tokens-Dinger. Achso, das weiß ich nicht. Ja, habe ich gefunden, ist egal. So. Benzin, kommt da auch nochmal rein. So, schön, sortiert. Ja, oder auch nicht, wie auch man es nimmt. Aber jetzt was, das hau ich damit rein. So. 250 okay. Spitzen haben wir jetzt. Spike-Spitzen. Ja, ja. Okay. Haben wir da irgendwo fertige Pfeile? Ja, da. Zack. Aufgefüllt. Oh. Wo ist die Chrysantheme? Wenn wir morgen ein bisschen rumsuchen, vielleicht finden wir
Kann ja sein. Ah, ich mach mich mal hier was Katzenfutter, Hundefutter und so ein Zeug her, bis ich wieder voll bin. Ja. Es sei denn, du möchtest das lieber. Nö, nö. Chrysantheme. So, eine. Damit wir einmal Farbe bekommen. Das wäre schon cool. Supi. Roher Thunfisch aus der Dose soll auch cool sein, habe ich mir sagen lassen. Okay. Ja, dann, ne? Wie gesagt, hau rein. Lass dir schmecken. Was nehmen wir jetzt? Danach? Danach kommt Bohnen. 24 bin ich voll? Nee, da fehlt ein bisschen. Und jetzt hatten wir Fisch, wir hatten Gemüse, da könnte man noch ein Pfirsich vielleicht hinterher. Na cool. Präzisionsschütze. Oha. Will das sowas snipern? Spezialisiere sich auf genaues Zielen. Gewähren und räume Gegner mit präzisen platzierten Kugeln aus dem Weg. Ein Schuss, ein Kill. Da rennt einer. Würde ich sagen, gefällt mir. Warum rennt denn da einer? Weiß ich nicht. Ich hab nicht gefragt. Hätte ich fragen sollen? Aber das ist ja wieder nur Pistole, ne? Was denn? Ich meine mit zerlegen. Nein, reparieren. Nein, bist du wahnsinnig? Scheiße. Nein, reparieren. Ah, Mist. Naja, egal. So. Ist nicht passiert. Hat keiner gesehen. Gut, verändern. Mod raus. Ist da keine Munition drin? Kann man das irgendwo sehen? In der Mod? Ne, ist keine drin. So. Raus. Alle leer. Ne, da war noch was drin. Siehst du? Was ist jetzt mit der hier? Die ist auch leer. Also langsam sortiert sich das Zeug. Ja, langsam. Ganz langsam. Die war auch leer, ne? Ja. Die auch. Ja. Halt, komm her. So. Die wollen wir mal verändern. 817 Knochen. Verdammte Tat. Das ist schon mal eine Ansage. Ich würde sagen, da haben wir reichlich von, ne? Oh. Ja. So. Ich mach mal noch ein paar Koteletts. Das machen wir. So, die haufen wir hier mit rein. So. So, die Zeit ist aber auch durch. Meine Güte! Sind wir am Trödeln? Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wo wollen wir denn hin überhaupt? Wissen wir noch gar nicht. Kriegen wir da raus. Sehen wir denn. Bis denn. Und tschüss. Klingt nach einem Plan. Bis denn dann. Ciao.